Wir sind heute bei der Domäne Wachau bei der Jahrgangsverkostung der Jahre 2012 und heute ist dabei Masterfreund und Geschäftsführer Roman Horvath. Wie ist deine Einschätzung zum Jahr 2012? Was glaubst du? Größer als 2011. 2011 war wahrscheinlich dann doch eine Spur zu warm und die Säure ein bisschen zu tief. 2012 scheint wirklich wunderbar ausbalanciert zu sein. Wir haben auch praktisch keine Botrytis-Probleme. Er ist schön ausgereift. Was aber ganz entscheidend war, wir haben sehr, sehr kühle Nächte gehabt im September und im Oktober. Dadurch haben sie die Säurewerte sehr, sehr gut halten können. Die Domäne Wachau ist eine Vereinigung von Winzern. Wie viele Winzer sind eigentlich da und wie groß ist denn das Ganze eigentlich? Es sind 250 Winzerfamilien, die Weingärten bewirtschaften. Mit uns zusammen. Wir geben jetzt keine exakten Vorgaben, so muss es getan werden. Wir haben aber trotzdem auch Richtlinien. Wichtig ist die Eigenmotivation der Winzerfamilien auch. In Summe sind es 440 Hektar, die von unseren 250 Winzerfamilien bewirtschaftet werden. Das ist ein Drittel der gesamten Wachau. Wir arbeiten sehr, sehr traditionell, aber das große Geheimnis ist wohl ausgesucht. Das heißt, man muss immer schauen, wo man sie hinpflanzt. Und ich glaube, wir haben halt das Riesenglück, dass wir da mit den besten Lagen Österreichs arbeiten dürfen. Das heißt, unser Hauptaugenmerk liegt in den Weingärten, um Top-Qualitäten zu produzieren, von den Inhaltsstoffen her, um wirklich lagerfähige, charaktervolle, einzigartige Weine zu produzieren. Überraschend frisch. Es ist noch, die Säure ist eigentlich nur sehr kräftig, belebt das Ganze noch. Die Frucht ist sehr schön spürbar. Das Aroma und die Frucht passen perfekt zusammen. Das ist eine schöne Harmonie. Darf ich euch vorstellen, den Sommelierwein St. Laurent von Johannes Hof Rheinisch. Und der ist heuer erstmalig auf dem Markt und ist in Zusammenarbeit zwischen Winzern und Sommeliers entstanden. Eine einzigartige, spannende Zusammenarbeit. Wir haben einige Male verkosten dürfen und Zwischenergebnisse. Und ja, und was das Endprodukt davon ist, davon möchten wir euch natürlich auch ein bisschen was berichten. Und daher haben wir ein bisschen was für uns auch eingeschenkt. Sehr viel dunkles Rot, Rubinrot, der strahlt. Ganz an den Zentenrand, der ist einfach noch sehr, sehr jung. In der Nase. Fruchtig, eine dezente Würze hat er dabei, aber im Grunde schon sehr harmonisch. Oder was sagst du? Eine saftige Würze, ganz typisch immer die Weichsel-Sauerkirsche für den St. Laurent. Und ich vergleiche es immer gerne, in warmen Jahren ist für mich St. Laurent mehr wie Seraph und Aron und in kühlen Jahren mehr wie Pinot Noir. Wirklich komplett eigenständig und speziell. Und St. Laurent braucht den kargen, steinigen Boden, um wirklich tolle Qualitäten zu bringen. Das ist eine Rebsorte ist, die sehr gerne wächst, die sehr gerne Blätter macht, aber wenig Kraft in die Trauben steckt, wenn es ihr zu gut geht. Und deswegen muss sie auch leiden unter dem Jahr. Und dann bringt sie wirklich tolle Qualitäten. Sehr schön, haben wir wieder diese schöne Frucht dabei. Es sind wieder Weichsel im Vordergrund. Die Würze kommt dann in der Mitte hinaus, ist ein langer Abgang. Ganz dezente Holznoten sind ebenso dabei. Da war ein bisschen im Gewäß, ein bisschen Holzton auch dabei. So ist es, genau. Hauptsächlich im großen alten Holzfass ausgebaut, aber in Teilen gebrauchten kleinen Fässern, weil der St. Laurent während der Reifezeit etwas mehr Sauerstoffaustausch braucht, um wirklich die Tannine schön ausreifen zu lassen. Eine absolute Rarität. Ein grüner Veltliner, Auslese aus dem Jahre 1969.